was gibt für uns denn? Herzlich willkommen zu einem weiteren Squad-Builder-Battle hier auf meinem Channel. Cristiano Ronaldo, die lebende Legende, ist in die arabische Liga gewechselt zu Al-Nassr. Das ist jetzt schon ein bisschen her, dass das confirmed wurde, aber irgendwie kann ich es immer noch nicht so ganz wahrhaben. Deswegen machen wir heute einen Transfer SBB gegen Tizi Schubech. Guten Tag, hallo. Guten Tag. Ich weiß eigentlich gar nicht, was wir hier machen, warum wir hier sitzen. Ich habe ein bisschen Angst. Sitzt hier mit viel Angst, auf jeden Fall, auf der Gegenseite. Ja, ihr seht es, wir haben den Flashback beide von Ronaldo genommen. Fand ich ganz passend, weil er da ja auch keinen anderen Verein oder so auf der Karte hat. Wir müssen jeweils heute 2 Al-Nassr-Spiele einbauen. Und wenn man mal schaut, die haben irgendwie nicht so die krassen Karten. Also wundert euch nicht, wenn er jetzt keine heftigen Special Cards oder so kommt, weil da rennt nicht so viel rum bei denen. Und wir dürfen auch nur 2 aufschreiben, ne? Genau. Also, da muss man schlau sein. Leute, lasst gerne ein Like da. Checkt die Jungs von Tizi Schubech ab. Link ist in der Beschreibung. Und ihr könnt gerne reinstarten mit reinhalten. Nur kurz gesagt, du meintest ja, Ronaldo zählt auch als eigene Liga. Ja? Genau. Dass genau. Wir, weil sonst wird das ja echt Kopfschmerzen. Und der muss ja auch nicht durch sein, ne? Nee, genau. 29 Chemie hatten wir ja gesagt, ne? Ja. Genau. 30. Oh, hatten wir, ich dachte 29, hätten wir gesagt. Wir haben mit 29 gebaut, ja. Okay, dann, dann weiß ich Bescheid, was ich aufschreibe. Sonst ja, wir sagen es so ja. Wir dachten, wir waren irgendwie auch bei 29, weil du noch gesagt hattest. Ja, irgendwie dann da drin gehangen. Okay, easy. Machen wir so, machen wir 29. Wir können trotzdem aber einmal rein. Wir halten rein, ja. Ob ihr Al-Nassr davon schon einen aufgeschrieben habt. Weil wenn ich jetzt solche schon 2 habe und ihr keinen aufgeschrieben habt, dann ist ja verkackt, ne? Dann ist verkackt. Ja. Anders verkackt. Aber ich sag's nur, mein Stürmer, ja gut, also auch unauffällig geht anders. Aber vielleicht erwartet ihr es trotzdem nicht. Eiken Eusebio? Und mein ZOM spielt in der arabischen Liga bei Al-Halil. Nein, der spielt natürlich bei Al-Nassr. Es ist Martinez. Stabil. Ja? Ja, wir haben Figo und Al-Uwian aufgeschrieben. Jetzt muss ich gerade hier Al-Nassr Martinez finden. Wie war denn der Rating? 76. Der ist eigentlich rechtes Mittelfeld, aber kann auch ZOM, deswegen dachte ich, er ist undercover. Hat funktioniert. 176. Ja, der Kamerad hier. Okay. Super Typ ist das. Super Typ. Ja, wir haben. Kannst du beides behalten. Schade, Marmelade. Nice. Aber wir können noch 2 ausschreiben jetzt. Also, ihr könnt auf den anderen richtig schießen. Das ist das Problem. So. Ja. Okay. Dann, wir sind im rechten Mittelfeld mit, Hero. Al-Uwe reingegangen. Al-Uwe. Al-Uwian. Und im Sturm haben wir uns entschieden. Wir wollten eigentlich auch erst eine portugiesische Icon nehmen, haben wir uns gedacht, das ist aber zu offensichtlich. Und sind dann, hier ist er schon, ganz undercover mit Gonzalo Ramos gegangen. Auch nicht schlecht. Ich habe Morientes und Joaquin aufgeschrieben. Ich dachte, da kommt so ein Perfect Link, aber okay. Nicht. Das ist schon mal gut. Das ist schon wirklich gut. Wichtiges Ding. Gut. Mittelfeld. Alles klar, nicht so einfach. Nee, auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube, unsere Formation, glaube ich, war ein bisschen dumm gewählt, glaube ich, bei dem Projekt. Ja. Aber sollen wir wieder reinhalten? Ja, könnt ihr gerne machen. Hammer. Wie sieht's aus? Einer sehr Spieler auf der Tafel? Haben wir einer drauf, ja. Spielst du einer? Nö. Okay. Ich habe Bernardo Silva, ich habe komplett Premier League. Ich habe Bernardo Silva, ich habe... Na okay, ich brauche halt den Argentinien-Link. Na, der ist jetzt auch nicht so unauffällig. McAllister, ich habe die Karte noch nie von ihm gespielt. Das sieht voll cool aus. Und ZDM, ja, vielleicht darf ich sie auch nicht spielen. Mal gucken. Calvin Phillips nochmal, also dreimal Premier League. Ja, wir haben Luis Gustavo, Cancelo und Bernardo Silva. Nein! Vorsicht, Torwart! Das ist so provokant. Ich habe den gerade für 500k gekauft. Na, man setzt einfach eine 500.000 so gesehen in den Sand. Weil durch Gebühren verliert man ja 50.000 locker. Okay, das heißt Bogdan, man kennt ihn, der alte Bekannte. Er kommt zurück. As always, oder er wird wieder nerven im Mittelfeld, weil das ist einfach seine Aufgabe. Vor allen Dingen, McAllister, der Ur-Argentinier. Ja, geiler Typ aber. Gut. Wir haben auch 3 Namen. Hast du einer aufgeschrieben von Al-Nassr? Ich habe sogar 2 aufgeschrieben. Du hast sogar 2 aufgeschrieben. Ich gehe all in. Das ist ja perfekt für uns, Digga. Also man muss dazu sagen, wir spielen links auch einer, Martinez, den du auch hast. Nein, ihr kanntet den doch eben gar nicht. Ja. Zanetti und Enzo Fernandez. Wie, was für Zanetti? Die Icon? Ja. Hat alles. Hä, ich wusste nicht, dass er ZM kann. Was passiert hier? Was mit Zanetti, ZM? nee, aber diesen Martinez habe ich ehrlich. Ich wollte ihn erst nicht aufschreiben, da habe ich mich dran erinnert. Wie ihr so getan habt, so, ja, wir müssen gucken, wer ist dieser Martinez, ich muss mal suchen, welches Rating hat der. Das war mir dann doch ein bisschen zu sass. Ich habe Luis Gustavo, Martinez und Joao Mario, also es ist nur einer, den ich habe, aber
Okay. Den habt ihr euch selbst eingetütet. Kann man aber verkraften, ne? Ja, das auf jeden Fall. Also hier ganz ohne Snipes geht man hier, glaube ich, nicht durch. Nee. Aber ja. Tut weh, auf dem Flügel ja. Tut's auch weh. Dann, ich denke, da wirst du auch ein Pausentor wieder hinhaben. Ja, ja. Ja, ja, da kommt er direkt rausgeschossen. Ja, ja, ich weiß auch. Aber das Ding ist, den anderen habt ihr ja safe von einem. Das, ja. Das ist schon mal Trick. Das ist sehr gut. Ich finde, wir sind damit. Der Lord, du warst mit dem Lord, ohne mit dem Lord. Oh, Lord ist gut. Lord der ist Lord gut. Macht's. Okay, dann Außenverteidiger. Yes. Wir dürfen einfach mal schießen bei dir. Okay, Danny, wir haben's. Wir haben gerade ein bisschen rumgehört. Schwer. Hier und aber das ist echt schwierig. Okay, okay. Kurzes Update von mir, ja. Weil sonst bin ich ja mit dem Rücken an der Wand, so dadurch, dass ich im Intro ja schon gespoilert habe, dass ich 30 Chemie habe. Ja. Dann sage ich so, ich habe gerade nochmal geschaut, ich garantiere jetzt auch nicht mehr, dass ich 30 Chemie habe. Vielleicht habe ich auch 29 am Ende. Okay, okay. Ja, ist fair, ja, ist fair. Nur, dass ihr Bescheid wisst, dass ihr nicht so aufschreibt, dass ich sicher 30 habe, aber weil okay. Und wir haben vielleicht auch 30. Ja. Man weiß man es. Man weiß es. Das kann natürlich auch sein. Das heißt ja nur mindestens 29, aber 33 sein. Ja. Ja. Wollt ihr zuerst reinhalten? Ja, komm, wir halten rein. Ich bin gespannt, ja. Also im Linksverteil bin ich mir relativ sicher, oder? Ja, man darf sich ja nie sicher sein, aber Milner. Weil mir ist Tempo da nicht wichtig auf der Position. Ich habe einfach Milner Centurion. Und mein Rechtsverteidiger, jetzt haben wir wieder einen aus der arabischen Liga. Es ist ein Inform und er spielt bei Altai. Es ist Fai. Wie heißt er? F-A-I. Habt ihr nicht? Das wäre Big. Nee. Ja! Ja! Also ich mein Dritten aus der Liga. Der Gammel mit null Chemie aktuell rum bei dir, ne? Ja, warte doch, ich sag doch. Ich hab doch gerade gesagt, 29 kriege ich auch so zusammen. Und wir haben aber jetzt haben wir auch unser Pulver Al-Nasser verschossen. Ja, wir haben unser Pulver schon, weil wir haben aufgeschrieben, Konan und Volker. Ah, das heißt ja, du musst dir noch von den Kameraden in IV spielen. Ja, oder ein Torwart. Ein Torwart. Ja, High Risk, High Reward, sagt okay, man dazu. Okay, ich schreib mal. Aber Milner hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass der LB kann. Mhm. Ja, das war wie bei mir bei Zanetti. Das sieht man zufällig und ich habe mir schon gedacht, dass ihr das nicht wusstet. So, ich habe auch zwei Namen. Ihr braucht ja auch gar keine Liga, ne? Ihr habt einmal die Nationenliga, dann ja, arabische und portugiesische. Ja, richtig die exotischen Ligen, Mann. Ja, wir hatten echt lang rumgebaut und dachten halt, ja, nimmst du halt wieder so die Klassiker, dann ist es zu offensichtlich. Deswegen sind wir hier mit Nuno Santos links gegangen, als Linksverteidiger. Und rechts tatsächlich Al-Nasser-Spieler. Gut, durfte ja keiner mehr aufschreiben auch. Ja, ja ist ein guter Mann. Der hat sogar auch Silber. Ja, ist halt echt schwierig. Ja, ist halt echt schwierig. Hier, Al-Ghanam. Ja, also den könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe ganz anders aufgeschrieben. Diesen Linksverteidiger habe ich auch noch nie gehört in meinem Leben. Wo zockt der? 84. Nun, Inform. Nee, wo zockt der? Nuno Santos? Ah ja, Nuno Santos, ja. Sporting. Da sehe ich ihn. Okay, crazy, crazy. Ja, könnt ihr. Und den Namen vom Rechtsverteidiger auch nochmal. Ja, ist hier Al-Ghanam. Al-Ghanam. G-H-A-N-N-A-M. Ah, ja, okay, ich sehe ihn. Okay. Was hattest du aufgeschrieben? Okay. Acuña und Montiel, weil die wären beide. Das wäre zwar nochmal eine neue Liga, was nicht nötig ist, aber die hätten alle Argentinier auch voll gemacht und wären selber auch voll. Die und hatten alles. Wir, also die hätten sogar mehr Chemie gehabt als die beiden gerade. Die hatten wir tatsächlich. Wollten wir als erstes hatten auch. Hatten wir die auch schon drin, ja. Okay, gut, dann wird's jetzt echt spannend nice. Da hinten drin, ne? Ja. Ja. Okay, dann. Good luck. So, wir durften bei dir leider keinen Al-Nasser mehr aufschreiben. Das tat ein bisschen weh. Letzte drei. Ja, Al-Nasser findet im Tor statt mit Ospina. Haben wir uns gedacht, also, ja. Das war wichtig, dass ihr keinen mehr aufschreiben könnt. Darauf habe ich spekuliert, dass ihr am Ende keinen mehr hattet. Zum Glück ist es aufgegangen. Jetzt kommen wir zu meinen beiden Innenverteidigern. Ja, er linkt zu Ospina, weil er auch Kolumbianer ist. Sanchez von Tottenham. Und der andere Innenverteidiger. Ist jetzt, ich bin tatsächlich jetzt wirklich auf 29 gegangen, weil mit 30 konnte ich keine Special Card nehmen, mit 29 sieht es nochmal cooler aus. Ist Godfrey, auch Rulebreaker. Wir wussten, dass Ospina dein Mann ist, haben dann natürlich Sanchez aufgeschrieben von Tottenham und sind mit der Hero Carvalho gegangen nochmal. Ganz starker Call von Timo mit dem Sanchez, das war so ein Geistesblitz. Ja. Junge, es wäre gar nicht nötig gewesen. Ich hätte Ruben Dias oder sonst wen spielen. Alles. Es gab wirklich. Alles. Den hatten wir auch drin, aber da hat Timo noch Kopf geschüttelt und hat gesagt, das spielt er nicht. Nee, macht er nicht. Mach kein Danny.
Bei 30 Chemie musste ich um Dias. Da war er drin. Aber bei 29 konnte jetzt zum Glück was anderes sehen. Ja, okay, schade. Zwei Bronzekarten, das tut weh. Bisschen traurig. Aber vielleicht habt ihr auch zwei, dann ist wieder Fairplay. So, sollen wir mal reinstellen? Wir stellen erstmal rein. Ich hab drei komplett wilde Sachen, also komplett verschiedene Dinge. Ja, du wirst lachen. Da siehst du mal eigentlich, wie krank die Welt wirklich manchmal ist eigentlich. Wahrscheinlich haben wir beide mit derselben Seite gebaut. Bei uns steht drin Gulaschi, Rui Patricio, Pau Torres und Guardiol. Okay, fair play, fair was? Play. Was? Ich hatte da so ein Gefühl. Guardiol stand sogar ganz oben. Das war mein erstes Gefühl, dass es Richtung Bundesliga geht. Auf. Ja, 2-2 bei Bronzekarten. Nein. Ja. Das gibt's doch nicht. Ich hab noch so, das war gerade mein ekliges Lachen. Ich muss rein, ne? Ja, ich hab auch schon gedacht, das ist durch. Naja, okay, was willst du machen? Hau noch ein Shadow drauf, den Prey. Ja, ich mach hier noch ein. Ach, hör doch auf. Ich hab niemals mit gerechnet eigentlich. Aber beide mit zwei Bronzespielern. Und halt nebenher noch mit so allen Nasser, Non-Rares und so. Also die Qualität auf dem Platz ist, glaube ich, so gering wie sonst nie bei einem SBB. Aber kann cool werden. Ja, ging halt auch nicht anders da, ne? Was willst du halt. Also aber klar, ist ja auch mal cool, so zu bauen, ja. Ach, fuck, das ist ja vorne ein Euse. Ja, neben Ronaldo, ja, der Bock. Fuck. Kannst uns einladen. Oh, da hat aber jemand hier nicht die Centurion-Karte von Gulaschi erspielt. Nee, leider nicht. Die waren faul. Da nochmal eine Stunde ransetzen. Die waren faul. Komm, Zanetti, die zeig mal, was du drauf hast. Flügel wechsel schon die Welt. Al-Uwe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nee. Scheiße, Gottfried, auf den wäre ich gar nicht gekommen, ne? Ja, man glaube ich gratis bekommen, wenn man 1-2 Drafts bekommt. Nein, der andere Kamerad von Alna Serie. Nein! Digga, heute hat ja auch gar kein Timing. Boah, super geil. Rot, fuck. Ist nur ein Ospina, ne? Ist nur ein Ospina, ja, vielleicht haben wir normal schießen müssen. Das ist er nämlich. Da, nochmal raus, nochmal rein. Einmal annehmen, das soll alles lang! Oh mein Gott. Das war sogar Willi Orban, das war nicht mal der Bronze. Ich war sogar dran eigentlich. Ah! Mit am Ball vorbeirennen und so. Der geht in den Rückraum. Nein, ich hab. Ja, Ospina! Schönes Ding. Ja, Richtig. Hab doch einen Enzo hinter einlaufen sehr. Enzo Ferranc! Ja, da geht er! Ja! Nein! Das ist doch mies! Und ja. Gonzalo Guedes in der Mitte kann was. Der kann was. Gonzalo Guedes kann was. Gonzalo Guedes, dann hätten wir nach Gonzalo Ramos. Ja, das ist mir scheißegal. Nicht dem Guedes wollte man ja spielen. Ob Gonzalo Ramos oder Guedes doch. Irgendein Guedes wollte man. Ja, ist es so. Ja, Timo! Ich hab gerade eben gar nicht mehr geguckt, wo der scheiß Ball ist, sondern hab nur geguckt, wo Playerlock hingeht. Wo der Playerlock hinläuft. Come on! Wow. Oh mein Gott! Wie hältst du den denn rein? Das kann nur ein Al-Nassr CR7. Egal, er rennt morgen noch, ich schwöre, ich hab schon lange gedreht. Boah, da passiert doch gerade Scheiße. Was denn? Was? Ja, komm, mal pfeif, Schiri, bitte. Ey, das ist unfassbar. Ich bin ja nicht Verlängerung. Also, mindestens 10. Geschossen, ne? Ja, Mann. Jetzt müssen 10 Kreisliga spielen. Aber dein Drecks Welch da hinten drin, das kannst du auch keinem erzählen, was da abläuft. Ja, das war auch gut. Ich hab mir viel erwartet. Oh, spiel er den schön rein! Der Torwart! Leck mich am Zippel! Ohne Dupsen, ohne alles! Wie ein Rasenmäher legt der die Wurm rein! Da ist sogar mein Bärchen aufgeplatzt und blutet. Scheiße! Sehr schön. Geh ab. Ich hab'n Trausteeseher. Hey, sprinte doch! Ich hab'n Trausteeseher. Ich dachte, ich kann ihn einfach hinten lang reinjagen. Den muss man nicht jedes Mal wieder heiß machen. Alter, hier! Den muss man nicht jedes Mal wieder heiß machen. Ist abseits? Nee, der zählt. Ja, der zählt! Boah, was ein ekliger. Aber nimmt man mit. Oh, ich krieg da nichts vorbei an dieser Wand, ey. Jeder Schuss wird geblockt. Scheiße, der blüht jetzt richtig auf, ne? Junge, hier bewegt sich kein Mensch! Machen. Ich denk mir, Angriff starten, ich guck alle neben mir, trinken noch Tee. Oder muss jetzt? Ja!
der muss, Timau. Wir machen das meistens so mit diesem L1, R1, so dann schicken wir die und die ran. Ja, wenn die dann reagieren würden, wäre fresh. So machen wir das so, denn ich weiß nicht, wie du das so machst. Ne? Ich denke, das ist so ein kleiner Tipp, den ich dir da halt mitgebe. Digga, dieser Koulibaly ist es. Ah! Ich kann nicht mehr. Und zieh durch. Godfrey ist langsam. Godfrey, komm. Fress ihn mit Haut und Haare, der Godfrey. Abrechnen. Das ist ein ganz wichtiges Ding. Ganz, ganz wichtiges Ding. Oh. Digga, er schläft ein und sowas. Das hab ich viel früher gedrückt. Alter, wie wichtig. Was? Ganz unser CR7 bleibt da. Das ist schon mal so geil. Aber Danny macht ja auch wirklich, also wir treffen eh nie was. Also wir schlucken viel, aber austeilen können wir auch nicht. Also bleibt ganz entspannt. Ich wäre sogar froh, wenn Ronaldo rutscht genauso an den Eusebio, Mann. Sag an. Auf 3 Picks, ne? Hast du umgestellt? Ja. Also hier ist halt jetzt wirklich viel dabei, was nicht viel kostet. Durch die Al-Nassr-Spieler und durch die Saudi-Spieler und durch die Bronze-Spieler. Also halbes Team ist nichts wert, aber halt zwei, die richtig wehtun würden. Und man kennt das manchmal, werden auch beide getroffen. Soll ich jetzt beide nehmen, du gibst den goldenen Schuss? Ja, mach. Ich hätte gern dein ZOM und dein Linksverteidiger. Ja, korrekt. Und ich hätte gern deinen rechten ZM. Das ist nett, das ist Bogdan. Was sonst? Da fahren wir McAllister und wie heißt der? Cristiano Ronaldo. Wo war Eusebio? Sag mir dem Tor. Tor. Ich wollte erst noch. Dachte so, nee, mach er das. Das gerade jetzt Ronaldo McAllister, ich bin trotzdem glücklich, weil ich weiß, wie knapp das mit Eusebio war, aber ich wusste nicht, wo er sonst hin soll. Ah ja, und Bogdan natürlich, der Horn. Ich dachte, ich hab noch Tor dazu, nee, macht er jetzt nicht. Nee, hab ich auch gedacht. Aber CR7 sind wir zufrieden. Ja. Ich bin einfach nur zufrieden, wenn wir gewinnen. Ja. Okay, SBC ist durch, ich sag so, das war, glaube ich, das erste und auch das letzte Mal, dass ich was Geiles ins Tor gestellt habe. Die Maus hab. Ist sogar pinkeln gegangen, aber ja, schließ ruhig ab, das Ding. Ich mach weg, wild, ey, aber sehr, sehr stark gespielt. Alter, das war, wir hätten eigentlich gedacht, wir gehen damit 5 Dinger nach Hause und diskarden unser ganzes Team, aber es lief gut. Ja, war andersrum am Ende, ich diskarde ein bisschen. Wir gehen wieder auf, weil wir nehmen gern auf. GG Leute, lasst gerne ein Like da, checkt auch die Teasys ab, lasst ein Abo da und ja, das war's mit Ronaldo. Er ist weg im Real Life aus Europa und er ist auch weg aus Köln. Ja, wir haben es halt nachgespielt, Ronaldo ist weg, Timo. Richtig. So ist es, haut rein, ciao. Ciao.